Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und heute habe ich euch ein Playmobil-Überraschungsei mitgebracht. Genau. Wir haben hier dieses Überraschungsei von Playmobil und ich glaube, da drin ist ein kleiner Indianer und noch ein paar andere Playmobil-Teile. Ja, da bin ich schon mal gespannt, was hier genau drin ist. Auf der Verpackung steht, dass hier insgesamt 29 Teile drin sind. 29 Playmobil-Teile. Und ihr habt sicher schon gemerkt, auch heute sind wir nicht alleine. Heute ist Minnie Maus bei uns. Und wie immer, gemeinsam mit Minnie Maus werde ich jetzt schon mal das erste Ei auspacken. Also drückt mir die Daumen, dass hier ein cooles Playmobil-Spielzeug drin ist. Ja, hier an der Seite ist noch so Folie dran. Die müssen wir erstmal abmachen, sonst kommen wir nämlich nicht an das Spielzeug dran. Auf der anderen Seite auch, genau. So, ein bisschen Kraft braucht man, aber jetzt habe ich es aufbekommen. Und Minnie Maus, was meinst du? Wollen wir aufmachen? Na klar. Und wow, guck mal, das ist bis oben hin befüllt mit Spielzeug. Jede Menge Teile. Und ich glaube, die müssen wir jetzt gemeinsam mal zusammenbauen. Also helft mir ein bisschen. Ja, Minnie Maus ist auch schon total aufgeregt. Was hier so alles drin ist. Wahnsinn. Okay, wir haben hier so eine Tüte. Und ich glaube, es ist ganz gut, das mit der Schere aufzuschneiden. Ja, machen wir es mit der Schere auf. Und da ist so ein kleiner Flyer und schon ein paar Teile drin. Eingeschweißt. Ziemlich viel Verpackungsmaterial, wie ich finde, aber ist okay. Muss nicht sein, aber ist in Ordnung. So, also hier der Playmobil-Flyer. Und hier kann man wahrscheinlich sehen, was man noch alles so findet in diesen Eiern. Ja, jede Menge verschiedene Playmobil-Spielzeuge und wir haben den kleinen Indianer bekommen. So, das sieht aus wie Kochutensilien, ein Löffel und ein Topf und ähnliches. Auch das schneide ich mit der Schere einfach mal auf. Und dann fällt das hier alles so raus. Das brauchen wir dann auch noch, um das Ganze zusammenzubauen. Auch hier, was ist das hier? Sieht aus wie kleine Blüten von einer Blume. In einer extra Tüte eingeschweißt. Und hier haben wir eine weitere Tüte und hier ist unser Indianer drinne. Und jede Menge andere Teile. Ich kann schon so ein kleines Reh erkennen. Auch hier wieder mit der Schere, schnipp, schnapp und auf ist das Ganze. Ja, das ist so eine kleine Landschaft hier. Was haben wir noch? Ein, ja, wie gesagt, der Indianer. Den stelle ich einfach mal hier hin. Und ich glaube, das wird eine Blume, eine Pflanze. Ja, hier stecken wir jetzt einfach mal die Blüten drauf. Ja, schwer zu erklären. Ich zeige euch das Ganze mal. Es sollte am Ende auf jeden Fall schön bunt sein. Ja, ich glaube, es wird ziemlich bunt heute werden. Wir haben hier gelbe Blüten und rot-orangene Blüten. Noch mehr Orange. Und noch mal Gelb. So, das Ganze können wir hier auf die kleine Wiese stecken. So, zack, tada. Das sieht doch schon mal ziemlich gut aus, aber wir sind noch nicht mal ansatzweise fertig. Hier gibt es noch jede Menge andere Teile. Zum Beispiel diese kleine Pflanze, die wird hier daneben gesteckt. Oder vielleicht auch so da rein, ja. Dann wird das alles ein bisschen größer. Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das zusammenbauen kann. Wir haben hier noch so eine Blume. Und auch die werde ich jetzt einmal wieder zusammenbauen. Auch hier wieder gelbe, orangene Blüten drauf. So. Wo kommt das hier noch hin? Ja, das stecke ich einfach mal hier drüben hin, ohne Blüten. Okay, sieht auch schon mal ziemlich gut aus. Ist bestimmt Dekoration.
Und hier haben wir den Indianer. Und der sieht schon recht gut aus. Aber ich glaube, der muss auch noch so ein bisschen... Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Zum Beispiel können wir den diesen Kochlöffel hier in die Hand drücken. Und in die andere Hand bekommt er hier diese Kelle. Ja, sieht aus wie ein Koch, oder? Aber wir sind noch nicht fertig. Nein, ein richtiger Indianer braucht natürlich so ein Kopfband mit einer Feder. Warum tragen Indianer eigentlich Federn? Könnt ihr mir das sagen? Dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich bin schon gespannt. So, da wird hier drauf gedrückt und sieht gut aus. Aber es gab natürlich noch mehr Teile. Hier ist so ein kleines Wildtier, ein Reh. Und hier kann man den Kopf nach oben und unten bewegen. Auch ziemlich witzig, wie ich finde. Und dann gibt es zur Dekoration hier noch dieses kleine Tier und dieses kleine Tier, was auch immer das ist. Okay, ich tue das einfach mal dahin. Und ein kleiner Hase. Cool. So Leute, wie hat euch das Playmobil-Ei gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wie hat euch das Video gefallen? Auch das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt über eure Meinung. Und wenn euch das Video gut gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Ü-Ei-Kanal abonniert. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder, wenn wir wieder gemeinsam Überraschungseier, Spielzeug und Blindbag auspacken. Also bis dahin, Leute. Tschüss.